Hi zusammen, wir sind wieder draußen auf Fototour und heute ein Thema, das ich jedes Jahr wieder aufgreife, geht es um Vögel im Rapsfeld. Die letzten Jahre habe ich ja versucht, die Schafstelze, also einen gelben Vogel im gelben Rapsfeld zu fotografieren. Das wollte ich heute auch machen, aber jetzt habe ich da ganz hinten im Rapsfeld Braunkehlchen entdeckt. Und Braunkehlchen, ja, von der Art habe ich noch nicht so viele Fotos. Die einzigen Fotos, die ich habe, sind auch im Rapsfeld. Von daher bin ich mal sehr gespannt, ob wir da heute was bekommen. Ausrüstung ist wie so oft meine R5, dann das 600er, Blende 4 mit einem 1,4-fach Extender. Und hier hinten spielt sich ja die Musik ab. Und ich hoffe wirklich sehr, dass wir jetzt, wo der Himmel bedeckt ist, ein paar Aufnahmen bekommen. Vorhin hat die Sonne noch geschienen, das war viel zu grell. Also Raps und Sonne verträgt sich nicht ganz so gut, da immer beim bedeckten Himmel rausgehen. Ja, und wie gesagt, ich hoffe, wir kriegen ein paar Aufnahmen von den Braunkehlchen. Wenn nicht, werde ich mich vielleicht noch mal der Schafstelze widmen. Ansonsten, ja, irgendwas Minimalistisches wird schon möglich sein. Da bin ich guter Dinge. Und ich muss immer wieder mit dem Fernglas schauen, wo sie überhaupt sind, weil sie doch relativ weit weg sind. Unser Fernglas ist halt wirklich ein gutes Mittel, um einfach Tiere zu entdecken. Da ist das Supertele oft schon einfach zu eng vom Bildausschnitt. Und das hier sind mindestens 3 Vögel. Weibchen ist auch dabei. Ich bin sehr, sehr gespannt. Da kommen jetzt auch noch 2 Keulkraben angeflogen. So macht das Arbeiten endlich wieder Spaß. Und die Braunkehlchen hier vor uns, das sind Durchzügler. Das sind keine Brutvögel hier vor Ort. Und das ist genau die richtige Jahreszeit, um jetzt Braunkehlchen mal beobachten zu können. Die können auf ungebrochenen Äckern sein, hier im Rapsfeld. Zur Zugzeit kann alles letztendlich überall auftreten. Aber wenn ihr Braunkehlchen mal sehen wollt, dann müsst ihr jetzt eben raus. Und ich sehe jetzt tatsächlich 4 Braunkehlchen. 3 Männchen, ein Weibchen und über dem Rapsfeld, da schwirren so unfassbar viele Fliegen und die ganze Zeit steigen sie auf und schnappen sich da eine. Oh, das ist deutlich näher gekommen. Ein erstes Foto war möglich, aber ihr seht schon, ich muss immer noch stark zuschneiden, trotz dieser 840 mm. Ich habe ein ISO von 2000. Ich habe ganz leicht abgeblendet, also statt 5,6 auf 6,3. Bisschen überbelichtet und eine sehr, sehr kurze Verschlusszeit. Problem, was wir haben, ist so ein bisschen das Luftflimmern. Und mein Eindruck ist es, dass wenn man so leicht abblendet, dass man ein bisschen mehr Ausbeute hat als ohne. Aber wenn es zu stark flimmert, dann bringt alles nichts, außer die Distanz verkürzen. Aber wenn die Vögel da hinten im Rapsfeld sind, dann kommen wir da auch nicht ran. Ich bleibe jetzt noch mal ein bisschen hier, beobachte noch ein bisschen. Vielleicht ergibt sich was, vielleicht auch nicht. Wenn nicht, dann ziehen wir weiter und schauen noch mal, ob wir vorne vielleicht mit der Schafstelze noch was machen können. Leider ist die Sonne wieder draußen und das Licht ist extrem hart. Aber da hat sich jetzt eins super nah hingesetzt. Also verhältnismäßig super nah. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und wenn man da eben durch den Raps durchfotografiert, hat man einen wunderschönen aufgelösten Vordergrund und letztendlich nur rund um das Braunkehlchen Schärfe. Alles andere ist aufgelöst bzw. verdeckt von dem unscharfen Vordergrund. Und das ist ein Traum, wenn jetzt die Sonne noch weggehen würde. Jetzt sitzt es offener, da ist noch ein zweites. Da sieht man mal, was ein bisschen Ruhe, bedacht sein und vor allem auch hinknien bewirken kann. Da hat es wieder, also das eine hat jetzt wieder eine Fliege gefangen und jetzt sitzen da die 2 Männchen wieder direkt nebeneinander. Da ist das Weibchen. Da ist schon schön viel Aktivität. Und das schaut doch schon mal super aus. Natürlich wäre es am schönsten, wenn der Himmel auch komplett gelb wäre, aber das ist immer so eine Wunschvorstellung.
So ist aber der Vordergrund schön aufgelöst. Die Stängel vom Raps kommen aus dem Nichts, aus dem gelben Nichts. Das Braunkehlchen ist auch scharf, scharf genug auf jeden Fall. Schön, das gefällt mir. Ich wechsle jetzt den Akku und dann geht's direkt weiter, weil das ist eine Möglichkeit, die hat man auch nicht jeden Tag. Und ich arbeite nur freie Hand in solchen Situationen, weil ich mich oft einfach nur um wenige Zentimeter nach oben und unten verschieben muss, beziehungsweise das Objektiv natürlich verschieben muss. Und da bin ich mit Stativ einfach zu eingeschränkt. Ja, und muss dementsprechend auch auf einen relativ hohen ISO achten, damit die Verschlusszeit extrem kurz ist. Weil auf Dauer wird auch dieses Objektiv, obwohl es relativ leicht ist, extrem schwer. Ich habe eben ein Bild bekommen. Es ist ja immer der Hammer. Das ist eine ganze Serie. Ich kriege die Kamera noch nicht hier stabil abgestellt. Da ist die Hummel gekommen, wollte einen Raps und die haben sich für einen kurzen Moment direkt angeblickt. Mega gut. Also es ist wirklich hier eine komplette Serie. Hammer. Ja, unsere Interaktion im Tierreich. Also das ist so dieses i-Tüpfelchen, was häufig fehlt bei einem Bild. Und ich bin jetzt mega happy, dass wir diese Aufnahme bekommen haben. Hätte ich niemals mit gerechnet, auch wenn das Licht ein bisschen hart ist. Aber da kann ich jetzt drüber hinwegschauen, weil das cooles Bild. Habe ich die letzten Jahre zum Beispiel auch noch nicht bekommen. Sowas, irgendwie Vogel, Hummel, mega. Schmetterling wäre noch cool gewesen, der dann gerade die Flügel offen hat. Wir können ja ein bisschen träumen. Genial, also jetzt läuft's wirklich. Jetzt bekommen wir noch sogar unsere Bilder. Braunkehlchen mit auch gelbem Hintergrund. Hammer. Also die Braunkehlchen sind hier rübergezogen. Da sind jetzt einige und da drüben ist jetzt tatsächlich auch die Schafstelze. Schön, schöner Fototag. Sehr entspannte Tour, die durchaus ergiebig ist. Licht ist halt ein bisschen hart. War anders angesagt als jetzt, aber es ändert sich gerade. Heute Abend wird es regnen. So, das war's jetzt erstmal von hier. Mir ist warm, ich muss was trinken. Die Temperaturen kenne ich noch gar nicht dieses Jahr. Aber das war eine schöne Tour. Hat Spaß gemacht. Also gerade dieses Bild mit der Hummel finde ich schon abgefahren, finde ich gut. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen aus diesem Video, hattet ein bisschen Spaß. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwie Verbesserungsvorschläge habt, was ihr noch sehen wollt. Themen, ich freue mich auf euch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.